Servus Leute und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, heute ist mit dabei der Manuel. Guten Tag. Und der Martin. Hallo. Ja, ich bin aber zurzeit noch alleine am Server, weil wir haben im Endeffekt ja nicht mehr Arbeit. Und deswegen haben wir mal gedacht, wir machen da jetzt mal so eine kleine Doc-Runde ein bisschen. Und ich möchte unbedingt nochmal das Thema, das was wir im LS15 verkauft haben, aufgreifen mit den Unterstützung von YouTubern bzw. von mir. Im Großen und Ganzen ist da ja gegangen. Ich glaube, Martin, du warst eh dabei, oder? Auch bei dem Thema. Ja, war ich. Es ist nämlich da ein bisschen. Achso, ich habe die Sämaschine jetzt nicht ausgehoben. Komm, warte mal. Jetzt geht's. Ich hoffe, ich schaffe das Feld in halbwegs in dem Bad. Es ist nämlich ein bisschen. Zwei, drei Kommentare haben mir, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen. Ja, nicht ganz gepasst ist, aber eine dumme Aussage, was sagt man da am blödesten? Das halt hat sozusagen eigentlich nicht das ausgesagt, was ich gemeint habe eigentlich damit. Nämlich ist es darum gegangen, sozusagen ein Kommentar ist, ja, man verdient ja als YouTuber sowieso unmenschlich viel Geld und man hat keine Arbeit, zumindest so wie es ich mache, hat man keine Arbeit damit, außer Aufnahmeknopf drücken und so weiter. Und das war es dann auch schon. Und deswegen, warum soll man dann Unterstützungen machen? Das war einmal das Erste. Und das Zweite, was noch war, es war nämlich, glaube ich, nicht keinem so, wieso fliegt die Sämaschine so richtig? Ach Gott, heute fahre ich was zusammen. Keinem so richtig klar, wie ganz genau noch das Unterstützen abläuft. Weil, das ist nicht so schnell, wir sind nicht im LS13, 15. Und ja, da ist halt gerade darum gegangen, wie das ganz genau abläuft, weil das hat, glaube ich, auch keiner so richtig verstanden, dass das gar nicht so, ja, im Endeffekt nichts ausmacht, wenn man da, ja, man hat keine extrigen Kosten damit. Und da möchte ich aber zuerst jetzt mal auf den ersten Kommentar eingehen. Mit dem keine Arbeit, beziehungsweise warum soll man da die Leute unterstützen? Ich finde, wenn man, weiß nicht, irgendwie, wenn man was gerne, halt wenn man einem gerne schaut, beziehungsweise gerne hat oder sowas, egal ob das jetzt ein Straßenmusiker ist oder ob das, irgendeine Band ist oder sonst irgendwas, unterstützen bedeutet für mich nicht jetzt, dem irgendwie Spenden zu geben die ganze Zeit. Da möchte ich nämlich ganz genau weg von dem Thema Spenden, weil Spenden sind wieder ein anderes Thema, meiner Meinung nach. Und das sind eher gemeint bei mir jetzt das Thema. Warte mal, ich mache mal ein bisschen Licht an, sonst sieht man ja gar nichts. Das Thema, das die Affiliate-Programme, die ich habe, halt das MMOGA, Amazon und wenn ich sozusagen bei World of Tanks habe ich es damals gehabt, beziehungsweise auch bei Hex, dass ich sozusagen pro Registrierung ein bisschen Geld, ein bisschen Geld bekommen habe. Und da ist darum gegangen, wieso soll man den YouTuber unterstützen, der keine Arbeit damit hat. Weil einer, der, keine Ahnung, die Videos schneiden muss, halt zum Beispiel ein Comedian, der hat natürlich viel mehr Arbeit. Stimmt, auf jeden Fall, dass so einer, der Videos schneidet, auf jeden Fall mehr Arbeit hat. Aber man muss halt auch sehen, ein Let's Player oder sowas bringt, keine Ahnung, ist er jetzt mal 2, 3 bis 6, 8, 10 Videos am Tag. Mit 15 Minuten und ein Comedian bringt eines in der Woche, wenn es gut läuft, ja. Oder? Ja, halt ich kenne, ja. Ich weiß nicht, welche großen Kanäle, was man jetzt sozusagen kennt, die sowas machen, gibt's denn? Großartig. Keine Ahnung. Gut, ich denke, PewDiePie ist da. Ja, aber ist nicht PewDiePie auch noch im eher Let's Play-Szene? Ja. Denke ich auch, glaube ich. Würde ich eher in der Let's Play-Szene ansetzen. Es geht da eher um so Kanäle, keine Ahnung. Viele Let's Players stellen halt voll um jetzt gerade, weil sie sehen, das ist halt so ein Trend. Wenn ein großer nur mehr Vlogs macht, dann werden nur Vlogs gefragt. Wenn ein großer wieder voll umschwenkt auf Let's Play, dann sind wieder Let's Plays gefragt. Das ist einfach so, weil man will ja das schauen, was sozusagen die Großen machen, beziehungsweise auch bei den anderen, was die Großen machen. Halt, es wird, ich habe jetzt schon von einigen Let's Playern auch gehört, die gefragt wurden von der Community, dann mach mehr sozusagen Real-Video-Zeug und zeig mir, was du sozusagen sonst so im Tag noch magst. Und
Das ist natürlich als normal, halt hochkommen normaler Let's Player in unserer Größe. Naja, was mache ich? Ich gehe auf die Uni, gehe lernen, gehe dann heim, nimm auf, geh schlafen. So ungefähr. Und streamen nebenbei nochmal. Und streamen, naja, okay, aufnehmen, streamen, das ist im Endeffekt, ja, das zählt eh zusammen fast schon. Aber okay, jetzt sind halt die Sachen, da ist halt der Tag nicht so spannend. Muss ich ehrlich sagen, oder wenn du aber als, auf was nicht, eine Weltreise hast oder keine Ahnung, auf den Malediven bist oder sonst irgendwo bist, ist natürlich das was ganz was anderes, wenn du das herzeigen kannst. Ja. Mit Vlogs. Mhm. Als wenn du da irgendwie nur deppert, weiß nicht, jeden Tag dich in deinem Zimmer nachher einmal filmst und sagst, ja, was du heute gemacht hast, ungefähr. Aber zurückzukommen zu dem Thema, was wir eigentlich auch aufgegriffen haben, nämlich das Affiliate-Zeug. Und es geht jetzt so, halt die Arbeit, was an einem Video steckt, was der vielleicht in einer Woche macht, keine Ahnung, ist teilweise auch nicht viel mehr und bekommen sozusagen, wird aber höher geschätzt. Weil du hast jetzt so, keine Ahnung, ich habe jetzt in der Woche zurzeit pro Tag 8 Videos, das bedeutet 2 Stunden Videomaterial schon alleine. Nur Aufnahmezeit, dann habe ich noch ungefähr die doppelte Zeit in Coding, halt sozusagen Videobearbeitung, da zähle ich jetzt nicht, was ich im PC sozusagen oder PC renne, sondern einfach nur, wo ich dabei sitzen muss, wo ich was einstellen muss, Sound abmischen und so weiter. Halt, ich schätze immer circa eine Viertelstunde pro Part. Wenn du das jetzt rechnest, habe ich sozusagen 4 Stunden am Tag für meine Videos zu tun. Und dann soll mir noch einer sagen, dass ein Video in der Woche mehr Aufwand ist. Ja, da steckt sehr viel Aufwand dahinter. Halt, das glauben zwar viele nicht, aber ja. Es ist halt mörder viel. Und auch wenn dann der Kommentar kommt, ich habe das auch einmal gemacht, dann frage ich immer, wieso hast du aufgehört? Dann ist der Kommentar zurückgekommen und ich muss das jetzt einfach sagen, jetzt gerade, weil YouTube jetzt gerade so scheiße ist. Stimmt, ja, aber man muss trotzdem weitermachen, wenn man das gerne macht und nicht, wenn man auf dem Geld hinterher ist. Und das ist halt, ich biete wirklich nur Affiliate-Sachen an, halt sozusagen, wo man mich unterstützen kann, die komplett kostenlos sind. Das bedeutet, wenn du bei MMOGA kaufst, kostet das Spiel keinen Cent mehr. Aber ich bekomme was dafür, wenn du über meinen Link kaufst. Wenn du bei Amazon was kaufst, ist es genauso. Es kostet im Endeffekt nicht mehr, halt genau das Gleiche, was es sonst auch kosten würde. Nur wenn du zuerst über meinen Link gehst und dann das Ding in den Warenkorb haust, bringt das sozusagen mir einen Prozentsatz. Ich glaube zwischen 0,1 und 5% oder sowas ist bei Amazon. Das kann sich aber jeder nachlesen. Im Endeffekt geht man da auf, wie heißt das, Partnernetz Amazon oder sowas, einfach in Google eingeben. Da steht das ganz genau drinnen. Ich weiß das nicht einmal selber, was ich dafür bekomme, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass es was gibt, dass ich da einen Prozentsatz bekomme. Ich sehe nachher auch für das Produkt, wenn wer was kauft, was für ein Produkt das war und was für ein Prozentsatz ich da sozusagen bekommen habe. Aber es ist jetzt nicht sozusagen so, dass das irgendwie dadurch teurer wird, wenn das über mich geworben wird. Oder erworben wird. Und das ist das, was viele, glaube ich, nicht ganz verstanden haben. Und das wollte ich jetzt noch einmal in den Bad, wenn ich entweder alleine bin, beziehungsweise mit euch ein bisschen aufklären. Und ja, es wird auch, und das genauso ist es auch bei, wenn ich da WoT zum Beispiel gehabt habe, wird es auch in Zukunft wahrscheinlich mit War Thunder geben. Einfach nur, weil ich wieder Bock habe, ein bisschen War Thunder zu spielen. Vielleicht mache ich auch dazu wieder Bards. Wenn sich da wer einen Account nachher macht, bekomme ich für das Erstellen des Accounts, beziehungsweise kommt darauf an, was für ein System man hat. Da gibt es 4-5 Kampagnen, da gibt es einmal nur Erstellen des Accounts, dann bekommt man schon Geld. Du kannst aber nicht mehrere Kampagnen gleichzeitig, weil das wäre natürlich irgendwie betrugmäßig. Und sozusagen, dann gibt es eine, wenn du einen Account erstellst, das Spiel runterlädst und einloggst dich, obwohl das Spiel runterladen einfach schon sozusagen dazu zählt, wenn du das Spiel nur dich einloggst. Und dann gibt es noch irgendeine Kampagne, wenn du so und so viele Stunden oder sowas spielst. Dass du sozusagen dann erst die sozusagen Vergütung bekommst, wenn derjenige das und das macht. Und bekommt man noch die Vergütung, darf ich leider nicht sagen, ich habe jetzt eh gefragt, kann ich leider die Summe nicht sagen, aber es spielt sich da im unteren Euro-Bereich ab. Teilweise kommt darauf an, bei weniger Titeln, die jetzt noch nicht so bekannt sind, ist es so, dass das in Centbeträgen sind
Und bei Warfunder ist es halt im unteren Euro-Betrag. Kann ich jetzt sagen, mal ungefähr mehr, da mehr kann, halt den genauen Betrag kann ich nicht sagen. Und da kommt halt auch auf die Kampagne an, wo die Kampagne läuft, wo du sozusagen, ob du ein Schweizer bist, ob du ein Österreicher bist. Es kommt nämlich dann auch noch darauf an, ob du aus Amerika nachher den sozusagen dich registrierst, bla 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 bla. Halt, das ist jede Kampagne anders wert, deswegen kann man da auch keine genaue Auskunft sagen. Und so kann man halt die einzelnen YouTuber, und damit möchte ich halt sozusagen auch mich, im Endeffekt komplett kostenlos unterstützen. Und für mich bringt es sehr viel, was ich nachher voll wird in die Qualität reinlaufen reinfließen lassen kann. Weil ohne das, ja, ohne diese Sachen ist halt ein bisschen schwer, das ganze Zeug zu finanzieren, wenn ich jetzt gerade, das werde ich im nächsten Part ein bisschen reden, weil heute habe ich wieder meinen Kontrolltermin beim Arzt gehabt. Wenn ich jetzt rechne, was ich in den letzten Jahren, ich habe mir das heute mal so durch den Kopf gehen lassen, was ich hier ausgeben habe für YouTube und was ich eingenommen habe, ist eher ein Witz. Und jetzt ist es halt so, dass ich wirklich gerade knapp am Geld bin und mir das ganze Zeug teilweise nicht leisten kann und ich brauche aber auch teilweise was, aber ich möchte da auch jetzt nicht herumheulen oder sonst irgendwas und herumbetteln. Nein, es weiß, ich will die kostenlosen Programme einfach fördern, dass man das mal weiß, dass man das sozusagen, dass die gibt. Und das war's dann auch. Und ich glaube, das ist ganz okay, so wie ich das mache, und dass man das einfach offen sagen kann. Genauso wie bei MMO, ja, da kann ich sagen, da bekomme ich einfach pro Einkauf auf ein Spiel, weil halt wenn du dort, wenn man dort ein Spiel kauft, bekomme ich 10%. Halt wenn das Spiel, keine Ahnung, 40 Euro kostet, kriege ich 4 Euro. Dann wird man auch nicht reich. Nein. Auf keinen Fall, weil du musst ja wieder rechnen, dass ich mir Spiele kaufe und so weiter auch noch und, ja, und Hardware brauche oder sowas. Alleine man das, kommt was ich vielleicht gerade so auf Null raus, aber davon leben kann man definitiv in der Größe nicht davon. Nein, überhaupt nee. Nicht. Halt, das mit den 4 Euro hört sich jetzt extrem an. Weil, wie oft hast du ein Spiel bei MMOGA, was 4 Euro kostet? 40 meinst du? 40 Euro kostet. Selten. Normalerweise sagst du, wenn es 20 hast, hast du viel und dann hast du 2 Euro. Dann das nächste ist auch noch, wie oft wird sowas gemacht. Halt, ich kann sagen, im letzten Jahr ungefähr, jetzt ist es her, weil ich habe, glaube ich, das im Juni gemacht, das System, habe ich um die 30 Verkäufe gehabt. Ja, da werden vielleicht demnächst noch ein, zwei hinzukommen von mir. Das bedeutet, es sind 60 Euro vielleicht gewesen. Halt, wenn man im Schnitt rechnet mit 2. Bei den meisten Sachen sind dann wieder welche um 10 Euro, 7 Euro oder sowas. Sowas geht relativ schnell einmal. Und ja, deswegen sage ich so, das ist jetzt gar nicht, dass man sozusagen davon leben kann oder so irgendwas. Sondern es ist einfach nur, es unterstützt mich, bringt mir was. Ich kann mir blöd genommen, keine Ahnung, nachher das ein oder andere Spiel kaufen, das was auf den Kanal kommt oder das was irgendwie im Stream kommt oder irgendein Hardware-Teil, was ich unbedingt brauche. Keine Ahnung, allein die Festplatten. Ich brauche jetzt nachher bald eine neue Festplatte, das habe ich jetzt gemerkt, weil die Aufnahmeleistung voll zurückgegangen ist. Ich habe es jetzt schon probiert zu formatieren, aber die ist schon ziemlich am Eingehen, meine Festplatte. Und das sind alles so Kleinigkeiten, was nachher, ja, das sind Festplatte 3 Terabyte, 120 Euro oder sowas oder 100 Euro. Kommt halt darauf an, wenn ich welche ich nehme, halt bei der Siege Barracuda sind es gleich 110 oder so, die ich habe. Und das ist halt, ja, sind ja mal schnell ein paar Hunderter jedes Jahr, was da sozusagen nur an Verschleißzeug drauf geht. Dann hast du da Druckerpapier, was ich sozusagen, wo ich mir die ganzen Fragen ausdruck noch immer aus und halt aus den Kommentaren und so weiter, was zusammenschreibe, das mache und das mache. Das vergessen natürlich auch viele, aber das gehört natürlich im Endeffekt ja auch dazu gezählt. Viele machen sich dann auch einfach die Kommentare einfach zu ignorieren oder nur genau auf wenige einzugehen. Und deswegen, aber das ist ja eine Besonderheit dir, Markus, dass du wirklich auf jeden Kommentar eingehst. Ja, ich versuche es zumindest. Es ist viel Arbeit zwar, aber es gehört meiner Meinung nach dazu. Und ich muss ehrlich sagen, darum gehe ich auch gerne nachher auf so Kommentare, wie die jetzt waren, noch einmal zusätzlich im Bad ein, weil da, es ist einfach so, dass das ja ein Thema ist, was mich im Endeffekt beschäftigt hat nachher, wo ich mir gedacht habe, habe ich das falsch rübergebracht oder was denken jetzt die Leute drüber, genauso wie das Thema Unterstützung und Spenden in dem Sinne, will ich auch nochmal wahrscheinlich aufgreifen, aber das werden wir irgendwann anders oder will ich mal woanders aufgreifen,
Es ist halt immer so eine Sache, dass du überlegst, sollst du sagen, sollst du es ihnen mitteilen. Weil wenn du den Leuten, wie ich es auch damals gesagt habe, wenn du den Leuten das einmal in der Woche sagst, dass du das System hast, oder zumindest weiß nicht, jeden zweiten, dritten Part, oder keine Ahnung, am Anfang des Partes eine MMOGA-Einblendung hast, dann wissen die Leute, dass du das hast. Wenn die das Video jetzt hier schauen, wissen sie es eine Woche und dann ist schon wieder aus. Und das ist das Ganze, halt darum, so funktioniert ja nur Werbung. Werbung funktioniert ja auch nur, dass man sozusagen im Kopf der Leute bleibt. Zeitpunkt. Genau, im Kopf der Leute bleibt. Halt im Endeffekt kommt die Werbung von Coca-Cola, kommt, keine Ahnung, das ganze Jahr über. Nur in verschiedenen Arten halt. Und so bekommt man halt sozusagen das, den Namen, wenn ich ein Cola haben will, will ich ein Coca-Cola haben. Beziehungsweise, wenn ich ein Pepsi nehme, dann kaufe ich mir kein Cola, sondern nehme ein Pepsi. Das ist halt einfach schon so, dass das einfach in den Köpfen der Leute bleibt, und das ist einfach das, was man nur so macht. Und das machen halt viele andere viel aggressiver, muss ich ehrlich sagen, mit Einblendungen und so weiter und so fort. Und das habe ich keinen Bock, dass ich das mache, muss ich ehrlich sagen, weil das ist mir einfach nachher schon zu extrem. Halt, mir gefällt das bei den anderen Leuten auch nicht. Weil das irgendwie nachher schon so wirkt, ja, provokant und lästig, und ja, der will ja nur Geld scheffeln und bla bla bla, und das genau will ich nicht. Ich will einfach nur halt mich würde es unterstützen, wenn sie das dort macht, halt wenn sie dort kauft. Wenn sie es nicht macht über meinen Link, dann macht sie es nicht, dann habe ich auch kein Problem damit, weil ich lebe sowieso nicht von dem. Es ist nur, es wäre eine Hilfe und eine Unterstützung und nicht mehr. Und das ist das, was ich nochmal zu dem Thema sagen wollte. Ich werde jetzt im nächsten ich werde jetzt noch kurz nach dem Bad hier oben fertig fertig ansehen, das Vorgewende, und dann geht es im nächsten Bad dann schon weiter mit der Ernte. Wir werden jetzt vorspulen und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Vielleicht noch mal kurz über das Thema Gerede, halt schreibt mir das unbedingt in den Kommentare, was ihr noch mal davon hält. Wirklich, schaut es, würde mich das interessieren von mehreren Leuten, nicht immer von ein, zwei nur, sondern wirklich, dass man da eine Auskunft einmal hat, dass ich mich einmal ranhalten kann. Wir reden vielleicht morgen nochmal kurz über das Thema, da wo ich nachher die anderen, meinen beiden Mitspieler, ein bisschen mehr reden lasse. Und wir sehen uns dann morgen wieder in einem neuen Part vom LS13 Wheel Projekt. Bis zum nächsten. Tschüss. Ja. Tschüss.